Hallo und herzlich willkommen, es ist mal wieder Freitag. Es ist, ich weiß nicht, ob alles gesehen wurde, was gerade passiert ist. Zu viel. Oh, ist mir schlecht. Oh, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe ein paar Fragen rausgesucht, aber bevor wir loslegen, muss ich eine kleine Sache loswerden. Und zwar, meine Drohne ist wieder heile. Nein. Und zwar muss ich loswerden, dass ich mir wünschen würde, dass wir wieder klassische Fragen unter Videos haben. Weil wir haben keine klassischen Fragen mehr. Ich musste so lange suchen, um irgendwie, oh, mein Akku ist auch leer, um irgendwie annähernd vernünftige Fragen zu finden, die wir in einem Freitagsfrage-Antwort-Video bekommen können. Deswegen erzähle ich auch immer so viel Schabernack und so viel Quatsch. Weil da ist nämlich kaum was, was wir beantworten können. Ein paar Fragen habe ich aber gefunden, aber bevor es losgeht, Daniel und ich waren ja letztens, ah, das kann ich noch nicht erzählen. Nein. Daniel und ich waren letztens unterwegs, ja. Lange, im Auto. Und da ist uns eine geile Frage gekommen. Mach mal Tür zu ihm. Wirklich geil. Wir haben daran, wie lange haben wir darüber gequatscht, über das Thema? Locker 30, 40 Minuten? Ja, locker. Locker. Pass auf, du kennst die Frage schon? Ja. Du auch? Wir haben sie gerade diskutiert. Genau, ihr habt sie auch diskutiert, weil ja. Es ist wirklich mega krass. Aber Daniel und ich sind uns sehr... Ja? Na, ich sag gar nichts, weil ich will hier keine Meinung reinholen. Ich möchte wirklich mal einfach, dass ihr teilt an unserer Diskussion. Dann können wir so ein bisschen gucken, wer wie viele Meinungen so hat. Und zwar, welcher M3 ist der schönste? Getuned? Nicht ungetuned, also getuned. Also mit Räder, Tief, allem drum und dran. Und zwar zwischen E30, E36, E46, E92. Kein M4. Die vier, da müsst ihr eure Reihenfolge bitte unter das Video schreiben. Da bin ich wirklich mal gespannt, was ihr macht, weil ein E92 ist ein Bulle. Du wolltest nicht sagen. Voll. E46 ist auch ein Bulle. Und ein E30 ist ein Gott. Und ein E36 ist auch fett. Ja, ist schwierig, deswegen. Ihr schreibt mal drunter, was ihr darüber denkt. Und was wir da Schickes machen können. Aber ich habe ein paar Fragen rausgesucht. Oh, Zeitblase. Boah, das ist eine Zeitblase hier. Ich lese einfach mal vor, was ich so rausgesucht habe. Da würde ich ja mal, würde mich mal interessieren, sofern es noch nicht gefragt wurde, was du als absoluter Porsche-Junge von den ganzen Raubwelt-Geschichte hältst, zu viel des Guten oder einen oder auch deinen Geschmack. Also, was halte ich von Raubwelt? Ich finde Raubwelt beim F-Modell richtig stark, richtig gut. Und zwar, wenn die lange Haube haben, wir können mal ein Bild reinmachen. Genau, die Jungs in Thailand haben das richtig gut drauf, sehr geilen Geschmack, geile Farbtöne, nicht tief. Die haben wirklich unterm Schweller relativ viel Platz, die Autos. Die finde ich ganz gut. Ich finde, umso neuer der wird, der Porsche, umso schlechter finde ich es, muss ich ehrlich sagen. Und ich mag die ganz breiten gar nicht. Weil diese Philosophie Porsche ist da schon stark aufgehoben. Ich mag, die, wie gesagt, von den Älteren mag ich die Kids, weil die sind stark angelehnt an den Rennwagen. Und zum Beispiel bei dem 964, bei 993, ist schon... harte Kost. Es gab zwar auch ein paar Rennserien, wo RSRs, wo die sehr, sehr breit waren, aber das ist mir ein Tick zu viel. Das ist also mein Thema dazu. Es sagen zwar viele, dass sie sehr gut fahren sollen und dass man auf der Rennstrecke fahren soll, aber ich bin der Meinung, ich kann es mir schlecht vorstellen, dass das wirklich gut fährt. Sehr schlecht. Bitte erzähl mal, wann öffnet denn das neue Paradies? Ich will einen Burger fressen. Ich sag mal so, in ungefähr 4 Wochen, denke ich mal, werden ihr nicht mehr so hungrig sein. Und ich kann euch eins versprechen. Ein Burger und Pommes und Getränk, die tun's. Da bist du so dermaßen aus dem Leben geschossen, da brauchst du keinen zweiten Burger. Da bin ich mir sehr sicher. Es gibt manchmal Burgerläden, wo du isst und denkst so, was soll ich noch hier essen? Vielleicht noch einen Käsekuchen, ein Stückchen oben. Unser Spezialburger mit dem Zwiebel oben drauf. Nein, der Spezial mit unserem Gold. Genau. Das mit Bacon, Tomaten, Käse, nochmal Normalzwiebeln, Pommes, Spezialsoße, Käsekuchen und Ben & Jerry's Cookie Dough. 3 Tage. Dann bist du, dann kannst du nicht aus dem Gebäude raus. Sitzt du da so? Ich habe mein Bildschirm ein bisschen weg. Ist das okay, so wenn ich das drehe? Ja, natürlich. Geil. Mm. Weshalb immer Pfosten oder Roti voran? Gibt auch andere geile Anbieter. SSR, Work, Reds, Advan Wheels. Das ist richtig. Aber im Moment, muss ich ehrlich sagen, finde ich Rotiform und Pfosten schon top of the line. Plus SSR und Work, Lieferzeiten, guten Tag. Kommunikation mit den Herstellern, guten Tag. Ich habe dich schon angesprochen, aber da ist nicht so gut Kirschen essen irgendwie. Keine Ahnung, ich würde ja auch gerne manchmal andere Sachen haben, aber ich will ja auch vorwärts kommen mit den Autos und ich möchte ja nicht 3 Jahre voraus Felgen bestellen. Ja, und das Auto dann irgendwann erst haben. Also das ist ja wirklich ein bisschen schwierig. Vor allem, weil das mit den Autos ja auch hier manchmal... relativ spontan passiert. Manchmal, heute zum Beispiel habe ich 2 Autos gekauft. Das ist eine Zeitblase, Alter. Das ist jetzt hier Future Kick ohne Ende. Jetzt denkt ihr euch schon wieder 2 Autos, mein Kollege, was stimmt mit dir nicht?
Heute waren es zwei. Ja. Genau. Und dann habe ich euch runtergeschrieben, weil mir die Dinger halt gefallen und der bei Reichweite wahrscheinlich auch noch einen guten Rabatt von Pfosten erhält. Bei Pfosten kriege ich wirklich einen guten Rabatt, bei Rotiform ist der Rabatt okay. But I pay. Oder weil er auch vertraglich verpflichtet ist. Und das finde ich, deswegen habe ich auch einen Screenshot gemacht. Aber ich würde euch am liebsten so mit der flachen Hand durchs Gesicht ziehen, weißt du? Wirklich. Und du könntest ein Bodybuilder sein, du könntest der krasseste, ich mach dich kalt. So. Fall die Treppe runter. Weißt du, weil Vertrag verpflichtet wie bei Volvic. So, Daniel. Oh. Daniel, du auch. Pass auf. Es ist krass. Weißt du, wie bei Volvic. Geil. Genau. Weil es ist, ihr seid, jetzt bin ich wieder ganz kurzzeitig doof. Ihr seid eklig. Tut mir leid, aber ich kann es nicht anders sagen, weil ich weiß es und du nicht. Kein Cent. Das heißt genau das Gleiche wie, du hast ein Lieblingsgetränk. Das darfst du aber nicht immer trinken, weil dann denken alle, du hast einen Deal mit dir. Ich trinke nur mal am liebsten Volvic. Guck mal, der Kubik trinkt wie Tech. Halt das mit der Kamera. Ja. Oh, oh, mein Vertrag wird gebrochen. Scheiße. Jetzt pass auf, was ich sogar mache. Guck mal, was ich mache. Nein. Oh Gott, das krass. Oh, damn. Jetzt mal mit einer Musik an. Oh, shit. Ich hab gerade das Wasser aus dem Aquarium umgefüllt da rein. Deswegen schmeckt auch so nach Fisch. Alter, also sagst du, nee, dann machst du jetzt, du musst jetzt sagen, das ist total lecker. Vitell ist ein wirklich. Vitell ist ein spitzenmäßiges Wasser, Vitell ist besser als Volvic. Jetzt ist der Vertrag am Arsch. Ja, ich kann wieder, jetzt ganze, bin ich kann wieder stundenlang mit denen diskutieren. Ja. Rechtsanwälte von Volvic rufen ja. Vitell ist das bessere Wasser. Super. Vitell ist das beste Wasser der Welt. So. Saskia ist noch geiler. Und jetzt Saskia ist noch geiler. Und jetzt pass auf, okay, pass auf. Zack. Ja, hast verstanden? Ich trinke es einfach gern. So, nächste Frage. Mir persönlich gefällt die dominante Farbe der Felge auf der schon sehr dominanten Wagenfarbe auch nicht so gut. Wir reden über den Lexus. Eins von beiden sollte man etwas dezenter gehalten werden. Wenn die Felgen rot sollen, kann man ja auch auf die dezentere matte Version umsteigen. Zumindest verstehe ich, dass der Kirmeslook auf einem eleganten Lexus nicht gefällt. Ja, das Problem haben wir gar nicht mehr. Genau. Ja. Blase. Und heute ist aber wirklich ein Arschloch-Video. Ja. Es sind schon wieder ganz andere, es ist schon wieder alles anders. Haben wir den Lexus überhaupt noch? Der hat ja schon ein paar Kennzeichen. Ja. Nein, also Problem ist schon gelöst und sieht wirklich mega gut aus. Ist abgenommen, gefällt mir sehr, sehr gut, kann man so machen. Nächste Frage. Servus JP, kannst du mal wieder ein paar Videos machen zu dem Thema Mopeds, vor allem der Kaffee Racer? Ja, auf jeden Fall. Der Kaffee Racer hat aber eine Lithium-Ionen-Batterie. Haben wir das Ladegerät angeschlossen? Weil die Batterie ist nämlich tot und da ist eine Lithium-Ionen-Batterie drin. Aber wir haben eine andere Idee. Doch, wir probieren eine normale Batterie. Morgen? Nee, morgen bin ich in Hamburg. Morgen bin ich Boah, Zeitblase, Alter. Zeitblase. Gut, sehr hübsch, wir fahren nach Hamburg, ne? Ja. An der Waderkant. Stellen wir uns da hin, da ist ein Lachsbrötchen da. Bist du kein Lachs? Ach so. Ach so, so richtig. Nein. Ach so. Nein. Ey, ohne Scheiß. Hier in der Firma ist das Thema Ernährung gerade ganz, ganz großes Thema. Ja, das ist kurz vorher. Weil wir bereiten uns unser Körper quasi vor, dass wir in den nächsten Monaten, nächste Level. Jahren genau. ins nächste Level kommen. Level up. Ja, weil demnächst ist eh vorbei. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Wir sind ja hier Freitagsfrage-Einbau-Video. Ich esse ja, wie man ja manchmal an meinem Körper auch sieht, dann so 3 Monate keine Kohlenhydrate. Da habe ich extrem viel abgenommen, fand ich auch extrem gut, hat Spaß gemacht. Und dann kam das Thema vegan hier auf. Weil der Joey hat angefangen damit, der hat nämlich den Film geguckt bei Netflix, What the Health. Ja. So, habe ich mir auch reingezogen, danach ging es mir richtig scheiße, weil ich mir gedacht habe, kacke. So, und jetzt hat der Joni, ist vegan seit ein paar Wochen, Tagen. Eine Woche und, ne, zwei? Fast zwei Wochen. Wochen schon, so, und ja. Der Joni muss immer Medikamente nehmen, die muss er nicht mehr nehmen. Ja, das glaubt doch eh kein Mensch, aber es ist so. Aber es ist so, und ja. Ich glaube das, deswegen, ja. Weil es ist krass. Ja. Und da der Fahrer mir erzählt, dass du jetzt mal einmal testen willst, dass du wieder was isst. Genau, wieder richtig Fleisch reinladen. Und gucken, was passiert. Genau. Das wäre quasi. Das wäre krass, wenn das so wäre. Also das wäre ja wirklich krass. Wir halten dich auf dem Laufenden. Und wenn das klappt, würde ich das ja gerne auch mal probieren. Weil zum Beispiel meine Allergie, meine Nussallergie und all sowas und Kiwi und Obst und all sowas, ich kann mir ja wirklich, wirklich vorstellen, dass es davon kommt. Aber du willst es durchziehen. Jetzt erstmal, also das wäre für mich Grund genug. Also schläfst du besser? Ja. Schläfst besser? Definitiv. Alleine das ist ja schon. Definitiv. Weil bei Kohlenhydrate nicht essen, schlafe ich auch viel besser. Ja. Und gestern Abend habe ich was gemacht, ich habe mein Handy vergessen in der Firma. Habe mein Handy wirklich nicht zu Hause gehabt. Ja. Wirklich nicht zu Hause gehabt. Und dann 4-5 Mal greifst du auf den Nachttisch noch, merkst, okay, ist nicht da. Und dann habe ich wirklich angefangen, mich mit mir in Ruhe zu beschäftigen. Ich beschäftige mich auch mit mir, aber mit Handy in der Hand. Ja. Und will was lernen. Guck, wann hat der das erfunden? Wann kommt der Motor raus? Was hat der Motor eigentlich? Was für eine Verdichtung hat der? Was für eine Bohrung? Und ich suche. Und wenn das alles nicht mehr geht,
und du wirklich Back to the Roots einfach nur mit dem, was sie gerade zum... Ich gucke einen Film und will wissen, zum Beispiel, ich erzähle einfach mein Leben. Die erste Folge Star Trek habe ich geguckt. Ja. Die ist nicht mit Captain Kirk. Mhm. Da war ein anderer Schauspieler. Und bei Folge 2, da wollte ich nämlich wissen, welches Jahr war denn das? Ja. Und dann hast du kein Handy. Und dann kannst du nicht, dann kannst du einfach nur weiter gucken. Auf jeden Fall, die erste Folge war mit einem ganz anderen Cast, außer Spock. Das heißt, Spock hat immer eine Folge mehr gedreht als alle anderen. Nächste Frage. Deine Videos sind super, keine Frage, aber alles ein wenig durcheinander. In den Videos sind die Ford-Performance-Teile nicht verbaut und der Mustang ist noch ein Hochhaus. Du gehst mit deinen Videos immer vor und zurück. Ja. Sorry. Das ist richtig. Aber manchmal ist das Leben ein Arschloch. Also, Gordon Friedrich, es tut mir unfassbar leid. Und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass du damit zurechtkommst. Wenn es nicht klappt, dann melde dich nochmal und ich komme vorbei und halte dir die Hand, während das Video läuft. Und wenn du das dann siehst, dann streichle ich dir über den Kopf und wuschel dir einmal die Haare und sag, gleich kriegst du einen Keks und ein Glas Milch. Außer du bist Veganer, dann nicht. Ja, das wissen wir auch, dass es so ist. Aber manchmal geht's nicht anders. Weil wir ja wirklich diese Videos machen im Alltag des Geschehens. Und da ist dann halt mal Hektik und dann steht auch was im Hintergrund. Und dann merken wir auch beim Drehen, scheiße, der M4. Oder der Mustang und der Lexus haben uns die größten Kopfschmerzen gemacht. Ja, guck mal hier, Daniel und Johnny's Interview, beide machen so. Ja. Wenn wir es beim Drehen merken würden, wäre ja noch geil. Ja, später beim Schneiden. Du weißt nicht, wann es kommt. Genau. Es ja. Du denkst, scheiße, das können wir erst in 2 Wochen. Genau, und manchmal beim Drehen denkst du ja, du bist safe. Ja. Genau. Aber dann bist du gar nicht safe, weil was anderes davor kommen muss. Also wir machen das nicht extra, aber Gordon, bitte verzeih uns, Gordon. Bitte deabonnier uns nicht. Bitte guck weiter die Videos. Wir werden uns versuchen zu verbessern. Wir werden große Absperrplan kaufen und so Trennwände, die dann das für dich im Hintergrund weghalten, damit dein Organismus nicht durcheinander kommt, Daniel. Gone. So, nächste Frage. Der Nogi nur am Rumfliegen in der Karre. Frage an deine Filmcrew. Wie oft gibt's beim Drehen Krämpfe und Muskelkater? Oh ja, das ist schon... Anfangsphase war halt krass. Ja, jetzt war nicht so. Krass, seitlich Bauchmuskulatur und so ist ganz geil, aber irgendwann ist schon okay, ne? Oder? Ja, das ist super. Ja. Mittlerweile geht's. Ja. Nee, weil bei dem Mustang-Video siehst du wirklich wie Nobby. Der fliegt nicht nur so durch den Sitz und... der fliegt so durch den Sitz. Ich merke immer nur manchmal, dass wir schon unterwegs sind, wirklich an euch. Weil wenn du das Lenkrad hast, merkst du, dass alles gut ist. Und wenn du so merkst, dass der ganze Körper so auf dem Sitz so... Beim Kubik passiert das nicht? Nee. Du füllst eigentlich mal den ganzen Fahrzeugraum aus. Nee. Guck mal, da hinten ab. Was haben wir an dem Abteil gemacht da hinten? Ja. Hä, sind da so rote Nummern drin? Ist das unser Alter? Ist das eine Abfahrt hier? Weil ich Race-Driver bin, ja. Ich fahre vorausschauend mit als Beifahrer, ja. Weiß ja, was kommt, bereite mich auf die Kurve vor und mach dann, das siehst du ja nicht, sondern im Fußraum fahre ich dann das rechte Bein so ein Stück auf und drück dann gegen die Innenwand. Das machen auch. Die auch. Aber ich auch den Kampf in der Wade, aber ich bleib dann eiskalt so sitzen. Weil du so strong bist. Und du guckst dann so und ich sag, was geht, Alter? Du guckst wieder nach vorne und ich bin richtig am Heulen. Also, Mann. Was geht, Alter? Was geht, Alter? Was geht, Alter? Nächste Frage, was ist mit dem Kompressor von Ford passiert? Zu sehen war ja mal kurz in einem anderen Video. Das stimmt. Wir haben jetzt gerade den Zentrifugalkompressor drauf von Fortech. Den fahren wir auch erstmal, den programmieren wir auch erstmal, damit machen wir auch erstmal Leistung. Und dann bauen wir in einen anderen oder in unserem Muster nochmal den Ford Performance Kompressor. Alles nacheinander, weil beide Kompressoren auf einmal ging nicht. Ich musste mich entscheiden. Und da ich erstmal auf die große machen wollte, weil der große Verdichter sieht so geil aus, wie so ein Bullenauge, wollte ich erstmal den fahren, weil das einfach fetter ist. Hey JP, würde gerne wissen, was du zum Novi, dem Kompressor-Kit für den 350Z sagst. Beim Kauftipp-Video meinst du ja, da geht tuningtechnisch nicht viel. Stimmt. Die Videos zu Fair Lady mit Kompressor, welche man so findet, sehen aber ganz sportlich aus. Also, 350Z, wir haben, ich habe in meinem Leben 7 oder so 350Z auf Turbo umgebaut. Das funktioniert sehr, sehr gut. Da ist wirklich eine gute Dynamik da. Bei einem 350Z auf Kompressor umgebaut, zwei. Beides Novidem. Das macht auch mehr Leistung, das ist richtig, aber das ist nie mit der Vehemenz eines Turbo-Kits zu vergleichen. Und auch bei dem Mustang, ich bin mir sehr sicher, der 5 Liter Mustang mit Turbo, der reißt nochmal ganz anders die Straße auf als der Kompressor Mustang, weil du ja immer gebunden bist an deine Motordrehzahl. Dreht der Motor 5000 Umdrehungen, hast du einen spezifischen Ladedruck, der nicht zu verändern ist.
Der bei 5000 Drehungen hat der Motor diesen Ladung, egal was du tust. Außer das Pulli wird kleiner, dann hast du diese andere Zahl da stehen. Und dieses Gefühl macht einfach nur wie eine Hubraumerweiterung. Der Motor fühlt sich einfach kräftiger an, aber er hat nicht diese Hassphase, diesen Hasskick. Und bei einem 350Z, der an sich vom Grundaufbau nah an einem GTR-Motor ist, würde ich immer in Richtung Turboaufladung gehen, weil er einfach das, er kann das gut ab. Damals, wo wir angefangen haben damit, da waren das die Anfänge, da hat man noch gedacht, ah, puh, heikel. Aber mittlerweile sind 350 der Turbo-Umbauten, zum Beispiel alle von uns fahren noch, ohne Schaden. Und das ist jetzt her, 8 Jahre fahren die jetzt oder so durch die Gegend. Und da sind welche bei, die fahren etwas weniger, manche fahren halt wirklich super viel. Manche fahren auch Rennstrecke und die Dinger laufen alle. Braucht man sich wirklich keine großen Gedanken machen bei der Turboaufladung von einem 350. TÜV ist halt ein Riesenproblem und ein Riesenthema, weil abgastechnisch da einiges passiert. Kann man sagen. Komisch. AdBlue hinzufügen. Ja, ein bisschen Blue. Daniel und ich uns gestern noch drüber. Ich war eine Frage. Mein neues Auto hat ja AdBlue. Oh nein. Erklär mal. AdBlue ist ein Harnstoff, der zugeführt wird. Und dieser Harnstoff sorgt dafür, dass der Verbrennungsprozess kälter ist. Ein paar Grad kälter ist als normal. Und somit ist, glaube ich, der Schadstoffgefüge etwas ärmer. Plus du hast einen Feinpartikelfilter. Da gibt es 2 Systeme von Katalysatoren, Filterflächen. Die haben ja auch eine Freibrennphase. Und dafür ist, glaube ich, auch eine Art, ist ein Harnstoff, aber es ist kein AdBlue, was dann zum Beispiel diesen Rausbrennprozess wieder ein paar Grad kälter macht. Also es geht an sich darum, die Schadstoffe zu verringern. Es ist nicht jetzt, was manche denken, AdBlue ist ein Treibstoffersatz, das ist es nicht. Das ist auch ohne AdBlue? Technisch gesehen ja, aber das Steuergerät lässt es nicht zu. Weil ich kenne ein paar AdBlue-Autos, die gehen wirklich, warnen dich ja massiv vor und die gehen aus. Und die lassen dich dann wirklich nicht weiterfahren, wenn AdBlue-Tank leer ist. Aber das dann hast du auch übertrieben. Und du weißt ja, was du kaufst, also du hast ein AdBlue-Auto gekauft und somit musst du es auch machen. Ich glaube, ich habe da, eine Sache war, glaube ich, falsch erklärt jetzt, aber ich weiß noch nicht genau was. Ist ja nicht ganz unsere Baustelle, aber ja. Ich habe auf jeden Fall mal eine Idee. Das ist auf jeden Fall AdBlue, ein Harnstoff. Pisse. Wenn man die Verbrennungstemperatur reduziert. Ja, genau, gutes Thema. Hat man dann weniger Leistung automatisch? Okay. Also es gibt ein ideales Verbrennungsfenster, wo zum Beispiel bei einem turboaufgeladenen Verbenzinmotor sollte man nicht zu tief gehen mit der Verbrennungstemperatur. Also der Krümmer, andersrum, wenn jetzt aus dem Motor rauskommt, dann willst du eine ideale Abgastemperatur. Du willst eine Temperatur, die wirklich hoch ist, weil die kinetische Energie in dem heißen Abgas ist höher als im kälteren Abgas. Deswegen sind die Krümmer auch auf eingewickelt. Die wickeln die nicht ein, weil es cool aussieht, sondern die wickeln die ein, damit die Abgase da wirklich heiß sind. Plus, du hast weniger Abstrahlwärme in dem Motorraum, was auch sehr gut ist, weil dann die Ansaugtemperatur bei manchen Motoren sinkt. Dann kann man auch zu heiß fahren, wenn die Abgastemperatur zu hoch ist. Ist in der Regel die Problematik an den Ventilen sehr groß, weil die Abgasventile einfach nur bis zu einem bestimmten Grad gut funktionieren. Man muss sich ja überlegen, dass dieser Teller hart in den Kopf immer reinfährt. Der fährt ja nicht da so ran und lehnt sich da so rein, sondern der wichst ja volles Rohr ran. Jetzt ist der Schaft von dem Ventil ja auch bei, zum Beispiel bei 1150 Grad Abgastemperatur, hast du Scheiße gebaut. Dann passiert nämlich folgendes, das Ventil fällt zu mit viel, viel Kraft und der Kopf löst sich und plupp, fällt in den Brennraum rein. Und ich kann euch sagen, der Kolben will zwar reagieren, aber er fährt mit voller Vehemenz in dieses Ventil rein und macht patsch und knallt das Ding weg. Das nächste, was passiert, dass das Gefüge von den Ventilen, das Metall ist ja so fein und gemacht für bestimmte Temperaturbereiche, dass sie das nicht dementsprechend lenkt. Und jetzt kommt 1150 Grad und das Ventil wird einen Tick länger. Okay? Und wenn das Ventil einen Tick länger wird, schließt das nicht mehr. Es geht nicht mehr ganz zurück in den Ventilsitz. Und wenn es nicht ganz im Ventilsitz drin sitzt, dann hast du hier einen kleinen Spalt. Jetzt hast du hier Sauerstoff und hier das Abgas, den heißen Brennraum. Das ist quasi wie so eine Mini-Explosion, wie so ein Schneidbrenner. Und dann ist dieser kleine Spalt, der schneidet dir quasi das Ventil oben ab. Das ist ein Kreislauf, den du kaum stoppen kannst. Und deswegen sind Abgastemperaturen zu tief schlecht, zu hoch tödlich. Ja, das heißt also, der Motor hätte ohne AdBlue mehr Leistung? Ist das richtig oder ist das... Das weiß ich gar nicht, aber ich denke mal schon. Minimal wahrscheinlich, aber ja, nicht ja. viel Unterschied. Ja, ohne Rußpartikelfilter auf jeden Fall. Ja, ja. So, wir haben glaube ich noch 1-2 Sachen hier. Ford Performance ist schon echt geil. Da bekommst du halt alles direkt aus erster Hand und du weißt, was es bringt. Wie schaut es da mit Garantie aus? Kann man dann theoretisch genauso die Stages nacheinander ordern? Auf der Seite findest du natürlich die einzelnen Stages mit den allen Komponenten, aber wenn man das nacheinander machen wollte, müsste man ja immer nur etwas ergänzen.
Stage 2 hat ja zum Beispiel den größeren, großen offenen Luftfilter und Software. Stage 3 beinhaltet ebenfalls den Luftfilter. Man müsste dann ja nur theoretisch die Drosselklappe und Software nachbestellen. Richtig. Du kannst das nacheinander zusammenbauen. Auf jeden Fall, du musst jetzt nicht, hast da nicht drei Ansaugsysteme da liegen. Aber das ist wirklich geil. Also es ist wirklich, wirklich geil, was bei Ford da los ist. Weil es ist total krass. Also man wünscht es von jedem Automobilhersteller, aber die Eier haben sie einfach nicht. Dann bieten ja manche an, hier, unser Tuning-Programm. Das ist quasi so, als ob deine Mutter dir ein nachgemachtes Lego hinstellt, weißt du? Nicht böse, Jungs, ne? Kenne ja manchen Autoherstellern mittlerweile auch ein paar Leute. Ist nicht böse gemeint, aber ihr habt es nicht drauf. Ne? Also, welcher? Pass auf, wir machen jetzt mal so durch. Tuning-mäßig, was du nachträglich machen kannst. Kein AMG, zum Beispiel bei Mercedes. Hast du mal gesehen, was die anbieten? Fußmatten. Sowas. Bei BMW finde ich es nicht gut. Es gibt ja einmal M-Performance, da sind, ja, da sind geile Sachen bei. Ist aber ja quasi wie AMG fast. Also ist es auch irgendwie. So halt. Aber dann gibt es auch, glaube ich, noch für die normalen BMWs, nicht M, so eine Heckschürze, eine andere. Beim E46 gab es auf jeden Fall. Das ist so meine letzte Zeit, wo ich geguckt habe. Ne? Und so ein Heckspoiler und sowas. Also da gibt es so Sachen, die sehen halt wirklich nicht geil aus. Dann bei Dacia. Ich glaube, ich habe eine krasse Sache. Ich glaube, das die haben einen Turbolader, die haben ein Turbo-Kit. Für das Handschuhfach oder was? Genau. Nee, also wirklich, das ist halt nicht so ernst. Also nicht so ernst wie bei Ford, weil bei Ford bestellst du diese Kiste, du kriegst den Karton, machst den Karton auf und kannst bei dir in der Garage, baust du aus einem 11-Sekunden-Auto ein 9-Sekunden-Auto, 100-200. Selbst. Voll geil. Ja. Bei Mercedes, wenn du sagst, ja, ich war bei mir in der Garage, hab Ansaug-Kit und hier umgebaut, da guckt der bei allen, geh ich so an. So, wir haben, glaube ich, nicht mehr viel. Ich kann jetzt kaum abwarten. Cremos Vater kommt. Neues Gebäude, K80 Wheels, alle Projekte. Das ist wirklich geil zusammengefasst. Also mein Vater, der kommt am Samstag jetzt. Also morgen. Alle lachen. Mr. Jack. Mr. Jack kommt. Und mein kleiner Bruder kommt auch. Zum Beispiel Story zu meinem kleinen Bruder. Bei mir in der Familie sind alle so ein bisschen dulle. Ja. Also ist wirklich krass. Mein kleiner Bruder zum Beispiel. Ich sagte immer, boah, Jean-Pierre, wieso weißt du so viele Sachen und so, ne? Mein kleiner Bruder hat sich selbst Japanisch beigebracht. Und er spricht jetzt wirklich fließend Japanisch. Und er spricht jetzt nicht Japanisch so beigebracht, sondern wenn er Japanisch spricht, dann denkst du, es wäre ein Japaner. Der macht schon so, oh. Er lacht. Oh. Der macht so, oh. Nee, seiner, oh. Ja. Also er redet so im Körper, weißt du so. Oder wenn er sowas versteht, macht er, oh. Wie man es halt so macht. Wie man so ein Japaner halt so spricht. Klar. Ich hoffe ja, du holst dir auch einen GT2 RS. Ich bin nicht der Papa. GT2 RS, soll ich was sagen? Wir haben uns selber eingebaut vor einem Jahr. Ja, ich hab. Auto ist wirklich mega geil, aber sie haben nicht so viel geändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mein Auto ist eigentlich ein GT2 RS, nur Fiat angetrieben. Ja. Mit dem KW Clubsportfahrwerk, was wir jetzt so haben, und der Vermessung bin ich mir immer noch sehr sicher, sind wir nicht weit hinten dran an einem Zweirad angetriebenen GT2. Leistungsmäßig auch nicht. Zeitblase, im Gegenteil, sogar drüber. Und wir haben Flammen. Und wir haben Flammen. Und wir haben Auspuff in der Mitte, was ich besser finde als rechts-links. Weil rechts-links ist so eine Sache, im Heckbereich steht ihm nicht ganz so gut, finde ich. Ich finde, Mitte sieht wirklich ein bisschen sporty aus. Und der Heckspoiler ist ja eigentlich kaum geändert zum GT3 S. Ja. Die Front ist geil, aber auch, ich liebe Porsche mehr als meine eigenen Eier, aber es ist ein bisschen lieblos. Ich weiß nicht, irgendwie. Diese Öffnung ist so groß, die hat auch nicht so viel Form. Das Auto ist mega. Also jetzt, ich rede auf hohem Niveau. Aber ich finde, dass ein GT3 RS von vorne etwas feiner aussieht. Ja, die sind zu krass. Also ich habe das Auto geguckt und das war das Erste, was mir aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, nicht ganz so geil. Und noch ein Kompliment an Porsche. Wirklich ein Kompliment an Porsche, dass ihr wirklich anerkennt, wo die Zukunft hingeht, dass ihr das Auto das erste Mal zeigt bei der Premiere von Forza. Das fand ich wirklich, das fand ich wirklich cool. Okay, ja, dass das Auto wirklich, bevor ihr es öffentlich richtig zeigt mit der Promo und der ganzen Drum und Dran, dass ihr bei Forza Motorsport das Auto zuerst gezeigt habt, fand ich richtig einen coolen Move. Die Autos kosten wieder 5,90 €. So, haben wir noch eine Frage? Nee, das war's. Haben wir ein bisschen was, ne? Ja. Ein bisschen was haben wir zusammen. Wir haben über Ernährung gesprochen, wir haben über Autos gesprochen, wir haben über alles Mögliche gesprochen. Daniel, wie geht's dir? Sehr gut. Ehrlich? Bist du immer zufrieden, dass du hier bist? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin nicht. Oh, in den letzten Tagen habe ich dich richtig durchgenudelt. Echt? Auch guck mal, wo wir auf unserem Trip waren. Ja, das war schon ein anstrengender Trip. Habe ich gemerkt. Aber auch mega geil. Aber man merkt auch, ich rede jetzt einfach ganz offen als Chef, man merkt, dass das Auge ihm noch nicht das ganz da ist wie bei dir. Ja, du hast Erfahrung, das kommt. Ja. Ne? Cool. Weil als Beispiel. Aber hatte ich am Anfang ja auch nicht. Null. Na, da hat du gesagt, guck mal da, film mal das, mach mal das. Und ich so.
Genau. Und da hatte ich zum Beispiel gesagt, guck mal da. Und da die Reaktion war so, boah, yo! Und die Kamera geht runter in dem Moment. Und zum Beispiel die beiden Schießhunde, Joni und Nobby zum Beispiel, die wissen genau, guck mal da. Und dann, bevor das Auge guckt, machen die so und wissen gar nicht, was sie filmen, drehen voll ja, auf, um es auf jeden Fall zu haben und sehen es und gehen dann drauf. So, ich hab euch mega lieb, ich wünsche euch ein geiles Wochenende, ich glaube, das Wetter wird gut. Für mich wird's auch gut, denn mein Dad und ich werden ein Eis essen gehen. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß, vergesst nicht die BMW-Geschichte. Ich will wissen, ja. Ich will von euch allen wissen, auch den AMG-Freaks und den Porsche-Jungs und allen, hier von allen wissen, welche Reihenfolge sie haben. Sag doch mal einmal. E30, E36, E46, E92. Was ist eure Reihenfolge? Wie würdet ihr wählen? Getuned und ungetuned. Ihr müsst dann doppelt schreiben, tut mir leid. Ja, und wenn es das gleiche ist, was ich aber nicht glaube, weil es sind Unterschiede zwischen getuned und ungetuned, ja, dann ist natürlich nur eine Liste. Dann müsst ihr weniger schreiben, aber dann habt ihr natürlich auch keinen Geschmack. Hab mich lieb. Tschüss.